Ich grüße euch. Energetische Behandlung zum verlorenen Zwilling, zum eigenen verlorenen Zwilling, vorgeburtlich und danach. Annette hier. Man kann ja in der Schwangerschaft ein Zwilling sein und sein Zwillingspendant hat man dort verloren und man fühlt sich immer leer, man fühlt sich immer depressiv, traurig, es fehlt mir etwas, aber ich kann es nicht sagen. Die Mutter muss es nicht unbedingt mitkriegen, dass das passiert ist, obwohl es passiert ist. Genauso kann ein Zwillingspaar geboren werden und warum, wieso auch, weshalb auch immer, kann der Zwilling, der andere, sterben und der eine überlebt. Das ist so wie, als wenn einem die Hälfte weggenommen wird. Und man läuft immer nur als eine Hälfte von sich selbst durch die Gegend. Es fehlt etwas. Was noch in Anführungsstrichen dazukommen kann und was viel schlimmer ist, wenn der zweite Zwilling, die Seele, entweder im Mutterleib bleibt oder eben in den Körper des Zwillingsbruders, der Zwillingsschwester geht. Und das gucken wir uns mal an, wieder mit allen Beteiligten, die dazugehören. Weil, wie gesagt, wenn man es nicht weiß, weiß man es nicht. Aber wenn es danach, nachgeburtlich ist, dann wissen das die Angehörigen. Und jetzt machen wir erstmal den ganzen Gram, den ganzen Kummer, den ganzen Schmerz, den ihr in euren Seelen, in euren Körpern und Feldern verankert habt, dazu machen wir alles mal raus und ins Licht. Es wird kühl, es ist so wie ein Orkan gerade, es wird alles bereinigt. Der ganze Schmerz. Ja. So, ihr, die ihr meint, die ihr dieses Video hier guckt, dass es euer Thema ist. Der Zwilling, den ihr verloren habt, der ist noch an euch dran. Ihr müsst euch das so vorstellen, was ich sehe, am Fuß unten dran mit einem Bändchen, ihr eins und der andere eins. Ihr guckt euch das Video nicht an, weil ihr euch damit toll fühlt, dass er oder sie noch da ist und von euch Energie nimmt, von eurem Körper Energie nimmt und ihr euch einfach nur scheiße fühlt, 24/7, euer ganzes Leben. Also, habt mal endlich die Eier. Oder die Muschi in der Hose, beugt euch nach unten und macht mal euren Knoten auf von dem Band da unten, rechter Fuß. Und haltet das Band in der Hand. Und dann zeigt mal euer Zwilling, guck mal, Keule, nichts passiert, wenn wir das abmachen. Es ist nichts passiert, man fühlt sich besser. So dass der andere, ihr könnt dann das Video ausmachen, weil ich kann jetzt hier keine Stunde lang warten. Der andere soll sehen, dass es nicht schlimm ist, dieses Band abzumachen. Wenn ihr es ihm gezeigt habt, auf den Boden legen und lasst es dort bitte liegen, nur auf dem Boden. Und dann geht zu ihm hin oder ihr und umarmt den Schatz mal. Bedankt euch, dass er oder sie da ist, denn es gibt immer einen Vertrag dazwischen. Du musst immer für mich da sein, du musst mich beschützen, ohne dich kann ich das nicht überleben. Ich liebe dich doch so und wir beide gehören noch zusammen und du kannst doch jetzt nicht gehen und mich alleine lassen. Wer immer das von euch beiden gesagt hat, ist Jacke wie Hose, Scheibenkleister, egal. Dieser Vertrag liegt aber noch im Raum und in meinem Fernseher, muss aber weg, weil Vertrag ist Vertrag, energetischer Vertrag, das ist ja die Scheiße. Ja. Redet mit eurem Zwilling. Und der Punkt ist, der Zwilling kann ja auch an der Mutter dran kleben. Also wie sagt der, der jetzt guckt und das Gefühl hat, ich habe noch einen Zwilling. Entweder von mir aus meinem Bauch verloren oder ein Zwilling von mir im Bauch, als ich im Mutterleib war. Redet mit eurem Zwilling, erkennt ihn endlich mal an. Der hat sein Leben verdammt nochmal für euch geopfert, damit ihr beschützt seid. Damit er oder sie euch den Rücken stärkt und für euch da ist. Aber Himmel, Herrgott, nochmal zwei Seelen haben jetzt mal die ihr Leben verplempert. In Anführungsstrichen, wir wissen, das ist ein Vertrag. Und jetzt sag ihm oder ihr, Schwarz, alles ist gut, du kannst jetzt gehen. Ich liebe dich, ob du hier bist oder nicht. Das muss ausgesprochen werden. Egal, wo du bist, ich liebe dich.
und ich werde dich immer lieben. Aber du bist jetzt frei. Ich gebe dich jetzt frei. Ich danke unendlich dafür, was du für mich jetzt getan hast und geopfert hast. Mit all meiner Liebe, mit all meiner Dankbarkeit gebe ich dich frei. Lasse ich dich gehen. Damit auch du jetzt deinen Plan und deinem Seelenplan folgen kannst. Und das macht ihr so lange, bis derjenige oder diejenige das Band auch unten abnimmt und auf den Boden legt. So, und dann können wir es wieder anmachen. Punkt. So, jetzt gucken wir uns das Drama an. Besser, besser, besser. Der Raum ist offen. Ja, 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 ihr haltet noch fest, ihr haltet noch fest. Ihr glaubt noch nicht so richtig da dran, dass ihr ohne euren Zwilling, der ja nun mal 30, 40, 50, 60, 100 Jahre bei euch geblieben ist, leben könnt. Euer Zwilling will euch jetzt etwas schenken, damit ihr wieder Gottvertrauen in euch selbst habt. Denn er möchte gehen oder sie möchte gehen, bitte. Nehmt dieses Geschenk an und steckt es mal dahin, wo ihr euch mit wohlfühlt. Und dann lasst ihr dieses Geschenk in euch integrieren und dann werdet ihr euch wundern, was passiert mit euch, mit eurem Selbstvertrauen für euch, dass ihr ohne euren Zwilling leben könnt. Dann wieder das Video anmachen. Danke. Yes. Eine ganz schwere Decke wird weggezogen. Die Melancholie in eurem Leben geht raus und ihr bekommt zum ersten Mal Lebensfreude, Lebensmut und Lebenslust eingeschwungen. Unabhängig von dem, ob der da ist oder sie da ist, da bleibt, da war. Ihr habt den Mut, das Leben jetzt zu genießen, das Leben alleine zu entdecken, rauszugehen, eure Möpse oder eure Muckis zu präsentieren und zu sagen, ich bin jetzt da. Ich erlaube mir jetzt, frei zu sein und zu leben. Es kommt wie so ein Leichentuch in Weiß jetzt auf eurer Herzchakra. Also man begräbt jetzt endlich diese Verbindung zum Zwilling. Zum Drama, zum Kummer, zur Selbstbeweihräucherung, zur Selbstzerstörung, zur... wo man sich selbst verprügelt, Selbstsabotage, Betrugspatronen-Ding. Man begreift es und das Herzchakra kann unter dem Leichentuch jetzt heilen. Und ist das Herzchakra geheilt, fällt das Leichentuch ab in den Lavasee. Es ist noch eine Sache wichtig. Jeder für euch, bitte, ich frage jeden Einzelnen jetzt, sprecht jetzt bitte laut aus, welcher Name hat denn euer Zwilling? Bitte laut aussprechen, der euch kommt. Benennt ihn und habt ihr ihn benannt, werdet ihr sehen, wie in ihn oder ihr Leben kommt. Und das, was ihr erhalten habt, kriegt jetzt der Zwilling auch. Und wenn ihr bereit seid, dann verabschiedet euren Zwilling. Hinter ihm wird ein rundes Loch aufgehen in Gold. Da stehen dann seine Familie und holen ihn ab. Und er geht ins Licht und das Loch geht zu und dann ist er verschwunden. Und dann macht ihr das Video bitte wieder an. Frieden kehrt in euer Feld, Heilenergie, ganz starke Ahnenheilenergie. Es wurde jetzt bei all euren Ahnen aufgelöst, was aufgelöst werden durfte, sollte und dran war zum Thema verlorener Zwilling. Diese Verbindungen, wie man sich gegenseitig mit Kummer und Schmerz und dem Drama ansteckt, die werden jetzt gelöscht und jeder geht in seine Zeitzone zurück. Und ihr bleibt in eurer. So, dass es euch besser geht.
Weißer Heilnebel komplett 6 bis 8 Tage. Ihr findet euren Frieden mit euch selbst jetzt und fühlt euch nicht mehr allein. Die Anteile, die ihr aufgegeben habt, um den Zwilling zu integrieren in euer Leben, in euer Feld, sind jetzt zurückgekommen zu euch und machen euch jetzt rund. Anbindung ist erfolgt. Und ihr habt jetzt den Mut, euer Leben alleine zu leben. Ohne den Zwilling natürlich. Nicht alleine, ohne irgendwelche Familie und Co. Das ist damit nicht gesagt. Ich danke euch. Ich knuddel euch. Ich wuddel euch. Nebelweißes Wasser trinken. Ich segne euch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Denkt dran, abonnieren, liken, teilen, Kommentar. I'm happy about it. Und genießt den Rest dieses magischen Tages noch. Macht's gut!